Okay, ich sehe wieder nichts. Was ist jetzt los? Wie bin ich denn hier jetzt gelandet? Ja, okay, das ist total unangenehm. Hier lang. Hier lang geht's. Okay. Nein. Das machen wir nicht. Geile Musik. Doch nicht. Das geht ihm voll ab, ey. Falscher Weg. Oh, hallo. 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 Und du auch, hallo. Ich bin in wieder eng einer Drogenwelt gelandet. Anscheinend. Gut. Was soll's? Jo, ne? Rotes Licht noch. Was soll ich dagegen machen? Damn, 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 damn. Hier ist auch nichts. Kann das rote Licht mal wieder ausgehen? Ich kann da gerne gegenkloppen. Das ist ja nicht. Ich spring auch nichts. Okay, alles klar. Ich bin ja anscheinend eingesperrt oder was. Ich komme nicht raus. Ich würde aber gerne hier rauskommen. Gelb? Also sollte ich nur lange genug überleben oder was? Okay, ich war von mir aus. Da kommt einer. Tot. Da kommt einer. Tot. Was eigentlich, wenn ich einen anderen Weg gehe? Was passiert dann? Okay, ich fall runter. Hab schon verstanden. Und lande in einer Zelle. Und dann kommen Zombies. Dann kommen Zombies, um mich zu vernichten. Und dann komme ich hier raus. Nee, nee. Das will ich gar nicht rausfinden, was dann passiert. Ich habe wichtige Munition bei mir drin. Und ich habe noch Pistolenmunition. Die verwende ich jetzt erstmal. So. Hier lang gehen. Hier ist niemand. Lass dich nicht von den Zombies wehren. Egal wie viele kommen mögen. Egal wie viele kommen mögen. Lass dich nicht von den Zombies wehren hier. Die laufen extrem krank jetzt. Es wird schwer, die zu treffen. Mit deren kranken Art, wie sie laufen. So. Muss es aber einmal kurz meine Batterie wieder aufladen, glaube ich fast. Weil es wird langsam echt knapp hier von der Batterie hier. Wow, Alter, dieses Spiel, ne? Das macht dann echt psychisch fertig. Und es kommt immer mit neuer Scheiße. Und ich wette, der Typ, was auch manche Leute schon gesagt haben, der muss echt auf dem Drogentrip sein. Er sagt, er kann nicht aufhören, diese Pillen zu nehmen. Und jedes Mal, wenn er diese Pillen weiternimmt, heilt er sich. Heißt, er kann... Er besteht weiter in seiner eigenen Welt dadurch. Es ist so, als würde er weiter die Pillen nehmen, um weiter in dieser Welt sein zu können. Damit er weiter bestehen kann, weil er zu schwach wird. So kommt es mir fast vor. Und anscheinend ist er jetzt auf der Straßenbahn. Das ist auch diese lange Sequenz. Und das ist für ihn jetzt, was er da macht, wie Autofahren vielleicht. Vielleicht ist es für ihn gerade wie Autofahren. Okay, falsch wieder durch. Und er fährt gerade diese Strecke lang mit diesen ganzen Schildern und denkt gerade erst am Autofahren. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das wird sein. So, hier kommt gleich dieser Zombie-Freund wieder. Tut mir leid, dass ich das jetzt nochmal mache, aber ich will nochmal sicher gehen, dass ich nichts verpasse. Beziehungsweise, dass ich auf den richtigen Weg gehe. So, bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Tot. Okay, alles klar. Das hier im Moment schon mal etwas. Bam, 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 bam. So, saved. Vielleicht endlich fahre ich hier doch runter, oder was? Was ist denn das für ein Scheiß? Okay. Da kommt er her. Meine lustigen Zombie-Freunde. So, du bist tot. Die laufen so krank. Es ist so schwer, deinen Kopf zu treffen. Es ist richtig schwer, deinen Kopf zu treffen. Ja, gut, da muss ich hier wohl lang gehen. Da lässt sich das nicht verhindern. Hier sind nochmal Pillen. Okay. Anscheinend ist aber nichts aufgegangen, deshalb. Tür geöffnet. Es gab verschiedene Gruben, wo wir reingehen konnten. Ich schätze, es hat schon seinen Sinn gehabt, dass wir hier jetzt reingegangen sind. Okay. Okay, alles klar. Puh. Ne? Alles klar? Gut. Bei mir nicht. Ich lade mal nach. Gut. Aber die Heilung nehmen. Hoffen, dass keine Zombies kommen. Ja, hier müssen wir jetzt weitergehen. Anscheinend war es so gedacht gewesen, dass wir jetzt einmal mindestens da reinfallen. Ja. Von mir aus gerne. Nee, es geht weiter. Okay. Ich weiß nicht, was ich jetzt falsch gemacht habe. Anscheinend habe ich auch die Wegweisung getäuscht. Vielleicht war das mit Absicht. Vielleicht war das mit Absicht gewesen. Das kann auch sein. Okay, jedes Mal mit diesen scheiß zwei Zombies kämpfen müssen, die sich hier und die Aldi-Tüte, Aldi. Der hat keine Aldi-Tüte auf dem Kopf. Es sind zu sein keine Aldi-Tüten-Zombies hier. Er dreht einfach durch. Denkt, es war eine Hüte. Nein, denkt er nicht. Oh, Mann. Wieso dreht er so durch? Wieso ist. Gruseliges Grunzen. Nein, es ist halt kein gruseliges Grunzen da. Hat's ja auch so durchzudrehen. Ja, wie einfach durchdreht, ey. Wieso dreht er so durch? Wieso will er mir Angst machen? So, wir haben jetzt. Also anscheinend haben wir jetzt zweimal den falschen Weg genommen. Das war falsch gewesen. Es war immer der falsche Weg. Wieso zeigt uns auf einmal nur den falschen Weg? Okay, da kommt wieder einer. Wo läufst du überhaupt lang?
Jetzt weiß ich, warum ich so viel Pistolenmunition bekommen habe. Wo ist dieses Schild lang gegangen? Vorwärts. Ja, gerne. Tue ich das halt. So, okay. Was jetzt? Vorwärts. Vorwärts. Okay, komm her. Klopft dich gerne kaputt. Das ist kein Problem für mich. So, und hier ist ein Licht. Da gehen wir mal rein. Und wir fallen durch. Das war eine Verarschung. Mal sehen, was passiert, wenn wir hier lang gehen. Ja, gehen wir einfach diesmal hier lang. Vorher trauen dieser Verarschung nicht. Diese Schilder... Sie sind falsch. Und die Batterie ist alle. Die Batterie ist alle. Das macht die Sache nicht viel besser, ne? Würde ich mal sagen. Das macht das Ganze nicht viel besser gerade. Puh. Meine Güte, ey. Was ist denn hier auch für ein Trip, ey? Mit einem blöden Scheiß. Ich glaube, ich muss ja einfach mal eine Runde stehen bleiben. Und darauf warten, dass sich die Batterie wieder auflädt. Weil sonst haben wir ein kleines Problemchen. Sehen wir überhaupt hier irgendwas? Zwei Schilder. Wieso sind das jetzt zwei Schilder? Es kommt mir so vor, als wäre dieses Schild falsch. Warte mal. Das Schild ist auf den Kopf gestellt. Das soll eigentlich heißen, dass man nach links gehen soll, glaube ich. Weil wenn es auf dem Mond stehen würde, würde es ja nach links zeigen. Jetzt verstehe ich das erst. Jetzt verstehe ich das erst, das Ganze. Okay, was soll's. Ich warte auch, dass sich die Batterie weiter auflädt. Das dauert noch so arschlang. Okay, das Schild steht auf dem Kopf. Das heißt, sie sollen nach rechts gehen, schätze ich mal. Das muss es ja dann eigentlich bedeuten, oder? Ja, das heißt, sie sollen nach rechts gehen. Jetzt verstehe ich das Ganze erst richtig. Okay, jetzt steht das Schild oben auf dem Kopf. Heißt, es soll geradeaus gehen. Jetzt steht das Schild links. Heißt, wir müssen nach links gehen. Okay, alles klar. Okay. Jetzt steht das Schild da. Okay. Benutzen wir uns diesen Moment einfach erstmal aus, um diese Zombie-Freunde zu töten. Warum nicht? So. Ich habe keine Munition mehr für die Waffe. Heißt, wir zücken das Maschinengewehr. Und ballern damit jetzt weiter. Wir fallen beide runter, mein lieber Kollege. Das ist nicht gut. Und ich darf nicht so oft hier reinfallen. Okay. Alles klar, da kommen diese süchtigen Freaks wieder. Okay, klopft euch einfach mit Namen. Was haltet ihr davon? Wieso klopft ihr mich so der? Wieso machen die so der viel Schaden, ey? Das geht mir voll auf den Sack. Dass sie so der viel Schaden machen. Ich verstehe das auch nicht. Warum sie so der viel Schaden machen müssen. So. Kommt ihr rüber? Kommt ihr rüber? Danke. So. Und das. Und das. Tot. Gut, alles klar. Da kommt der Nächste, bitte. Ich bitte drum, dass die Nächsten kommen. Okay, danke. Okay, danke. Tot. Haben wir den Nächsten gehabt. Da kommt der Nächste, bitte. Danke. Okay. Was soll's? Zombies in dunklen Kloppen macht überhaupt gar keinen Spaß, ey. Es jagt mir immer wieder einen Schauder darüber. Kommt der Letzte jetzt. Ich muss sie ja besiegen, das ist das Problem ja. Wenn ich sie nicht besiege, dann habe ich das Problem, dass sie mir folgen. Und dann habe ich Zombies am Hals, die ich gar nicht haben möchte. So. Markland Forest. Okay. Alles klar. Okay. Bam. Was auch immer passiert ist, ist es passiert. Puh. Okay, wir halten an anscheinend. Damn, I've crashed the car. Ja, weil du auch auf einem totalen Drogenkurs warst, du Idiot. Verdammt. Wir sind jetzt nicht wirklich in dem Wald drin, oder? Nach ein Krankenhaus. Nach ein Krankenhaus. Das ist das Schlimmste, was ihr euch vorstellen könnt. Nach ein Krankenhaus, was gruselige Atmosphäre erzeugen kann. Genau. Ein verdammter, dunkler Wald. Erfreut euch an den nächsten Kapitel dieses Spiels. Begrüßt den Wald. Begrüßt das Ende von mir. Denn Wälder... Wisst ihr... Wälder kann ich überhaupt gar nicht ab im Dunkeln, ey. Ich weiß nicht, ob ihr mal... Wie hieß der Film nochmal? Black Witch oder wie war das nochmal? Black Witch Project oder was das war? Seit dem Film, seit ich den geguckt habe, geht es mir gar nicht mehr gut in Wäldern. Besonders im Dunkeln nicht. Das ist für mich persönlich, ist das jetzt echt heftig, was kommt. Will ich jetzt mal ehrlich sagen. Also ich mache jetzt auch einen Cut, weil das wird jetzt echt gerade zu viel für mich. Das kann ich jetzt gerade nicht. Dafür ist hier zu viel kranker Scheiß passiert. Wir machen das nächstes Mal. Nächstes Mal in diesem Spiel fahren wir fort in den dunklen Wald, ey. Nee, das ist echt nicht mehr angenehm.
Da treffen sie total meinen Nerv. Es macht mir Spaß, verstehe das nicht falsch, aber ich brauche jetzt erst so eine Pause, das wird echt heftig. Bis dann. Ciao.